Aber hier sieht's doch vertrauenserweckend aus. Letztes Bett für diese Runde. Ich mach mal da. Jo, das war auch die richtige Entscheidung. So, irgendwo vielleicht so ein kleines antikes Schrottlein. Nein? Ich glaube, wir können auch ein bisschen höher gehen, weil bislang alles, was wir an Schrott gefunden haben, war eher so oben, ne? Und nicht unten. Übertäusche mich da gerade. Wir haben ja schon mal eine Runde gemacht, das ist schon ein bisschen her. Deswegen, das weiß ich nicht mehr so genau. So, nehmen wir doch nochmal hier ein paar Betten. Aus dem Crafting Etablement. Oui, oui. So, ich klatsche hier nochmal ein bisschen Zeug rein. Zack. Ja, ach komm, hier der Quatsch. Wie gesagt, solange wir noch Platz haben, kann er da rein. Und ich glaube, den Schwarzstein sowie diese Goldnuggets, ganz ehrlich, tschüss. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht, will ich nicht. So. Okay. Gut, hier ist Lava, hier machen wir das vielleicht nicht. Aber so prinzipiell tendiere ich schon dazu, vielleicht nochmal so eine Etage oder zwei höher zu gehen. Ich glaube, das könnte sich als sinnvoll erweisen. Gucken wir mal. Machen wir es mal hier so hin. Au. Hier ist halt sau viel Lava. Okay, die Lava macht es jetzt nicht einfacher, zu sehen, ob da jetzt vielleicht was drin war oder nicht. Danke. Uff. Vielleicht ist diese Höhe doch nicht gut. Vielleicht ist diese Höhe hier doch nicht gut, weil alles voller Lava ist. Das, ja, es sieht ganz so aus, ne? Ich versuche es jetzt nochmal in die Richtung hier. Das war dann wohl mein Versuch wert, aber mehr auch nicht. Ich muss die Fackeln hier wegmachen, das ist ja schrecklich. So. Das ist auf jeden Fall eins der Philipp-Lieder. Macht schon coole Mucke. Ich weiß gar nicht, ob der noch Mucke macht. Der hat schon echt geile Lieder gemacht. Ich bin froh, dass wir die in die Playlist aufnehmen durften. In diesem Sinne nochmal einen schönen Gruß an den Dr. Professor GTA, dessen Soundcloud-Profil ihr im Internet finden könnt. Wahrscheinlich auf Soundcloud, würde ich mal probieren. Und dort könnt ihr euch diese geilen Lieder auch runterladen. Unter anderem das, was jetzt im Hintergrund läuft. I like it. So, was haben wir denn jetzt hier für einen Gang? Da waren wir wohl schon mal. Das war ja so richtig stark jetzt. Das war ja jetzt, zum Glück brenne ich nicht, ne? Das wäre ja richtig traurig, wenn ich jetzt brennen würde, mal. So. Einmal Bett, einmal Loch, einmal Boom. Das könnte man auch anders verstehen. Was? Was, 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 was? Was? Ich weiß nicht, was. Weiß auch nicht. Weiß auch nicht, was das gerade war. Wir lassen das einfach mal so stehen. So. Halt. Rein ins Loch. Jetzt achte ich mal drauf, wie viel Health wir danach noch haben. Boom. Das zieht uns gerade mal ein Herz ab. Krass. Wisst ihr noch das letzte Mal? Einfach nur noch drei Herzen übrig gehabt. Wir wären fast verreckt. Wegen der Explosion. Also es ist unglaublich, wie viel Damage die Füße ausmachen bei Explosionsschaden. Ich weiß nicht, warum das so ist. Das wirkt auf mich nicht richtig. So, in echt ist ja auch schlimmer, wenn dir der Kopf explodiert, als wenn dir ein Fuß explodiert. Aber gut, Mojang sieht das offenbar ein bisschen anders. Und zumindest in Minecraft sind die Füße sehr, sehr wichtig, wenn es um Explosionen geht. Sehr witzig. Warum auch immer es so ist, aber diesen Funfact, den gebe ich euch kostenlos.
und gratis. So. Wunderbar. Aber was auch wunderbar wäre, wäre mal wieder so ein bisschen Netherite, ehrlich gesagt. Also es ist ja nicht so, dass wir hier verwöhnt werden mit dem Zeug. Im Gegenteil eher. Ja, ich werde jetzt aber hier auch die Aufnahme dann beenden. Also nicht jetzt sofort, aber dann so bald, demnächst. Ihr seht das ja in der Folgenlänge. Und werde dann beim nächsten Mal vielleicht weitermachen. Also ich überlasse mal dem Zukunftsfritter, ob er dann hier weitermachen möchte oder nicht. Ich habe ja immer so diesen Reflex, wieder nach Hause zu gehen, in die heimische Base und dann dort wieder anzufangen. Das unterdrücke ich jetzt heute mal. Für euch, ne? Und für Jan. Da war doch gerade Herobrine. Die ist genau gesehen. Vielleicht war es auch einfach nur dieser Flint. Kann auch sein. Wieder kein Netherite. Das ist schon belastend. Das ist schon in der Tat sehr belastend, was hier vor sich geht. Hanamana. So, machen wir mal hier weiter. Wir haben schon wieder kein Bett mehr. Upsi. Wir haben schon wieder keine Betten mehr. Das haben wir natürlich schnell gelöst. Das Problem. Haben wir wirklich gut viel Material dabei. So, machen wir das mal hier so hin. Ah, diesmal standen wir ein bisschen nah dran. So, jetzt sind wir wieder ein bisschen höher unterwegs. Hat jetzt auf den ersten Schlag nichts gebracht, aber das heißt ja nichts. Nur wieder Lava ist unterwegs. Gucken wir mal, ob das jetzt wieder ein Problem wird. Kein Netherite. Was ist das? Alter! Es war nur ein Grafikfehler. Holy shit. Jetzt schon wieder ein riesiges Loch vor uns. Das wäre unerwartet. Okay. Kein Schrott. Kein Schrott zu finden. Ah, das ist ärgerlich, ganz ehrlich. Das ist ein bisschen doof. Vor allen Dingen, weil es ja jetzt auch nicht so mega spannend ist, hier durch die Gänge zu irren. Vielleicht mache ich da mal eine Zeitrafferfolge draus. Wisst ihr was? Vielleicht mache ich da wirklich mal eine Zeitrafferfolge draus. Dass ich das aufnehme, ohne Kommentar, in Zeitraffer abspiele und dann darüber kommentiere. Das ist zwar für mich mehr Aufwand, ja. Wobei, oh. Aber eine Folge aufnehmen, ohne sie kommentieren zu müssen, kann ich halt auch leichter. Weil das hier ist ja wirklich einfach nur... Ich meine, ja, wir haben Let's Play, ne? Das ist, ich weiß, sage ich ja selbst immer. Das gehört halt zum Let's Play dazu, dass man ein unverfälschtes Bild auf das Spielerlebnis bekommt. Und wenn ihr eine Netherite-Rüstung haben wollt, ist das hier halt Teil des Spielerlebnisses. Das heißt, es ist eigentlich nicht meine Schuld, dass es jetzt nicht spannend ist, sondern es ist eine Designentscheidung der Entwickler. Innen. Gut, hier machen wir nicht weiter mit dem Basalt. Das dauert ja viel zu ewig. Ich glaube, auch in Basalt-Deltas gibt es kein Netherite. Meine ich zumindest. Ob das wirklich so ist, keine Ahnung. Meine ich zumindest. Mein. Versteht ihr? Witzig. Weil Minecraft... Ich würde gerne mal ein bisschen Netherite minen, ehrlich gesagt. If you don't mind. Hö. Tja.
Doch das war uns nicht vergönnt. Es ist ein langer, beschwerlicher Weg zur Netherite-Ausrüstung. Hoffe, ich habe. Ich glaube, ich habe vorhin Rüstung gesagt, ne? Rüstung stimmt ja nicht. Rüstung haben wir ja tatsächlich aus Netherite. Nur die Ausrüstungsteile halt noch nicht. Tja. Das ist schon hart belastend, ey. Also auf der Höhe findet man auch nicht mehr. Und ich habe gar keine Ahnung mehr, wie man zurückkommt. Das ist auch ein Problem. Könnte sein, dass wir hier irgendwann mal Probleme... Ah, guck mal, das ist gut. Das ist gut. Es könnte sein, dass wir hier irgendwann mal Probleme kriegen, wieder rauszufinden. Ja, aber es könnte ja auch lustig werden, ne? Weil ich habe jetzt überhaupt keine Wegmarkierungen in irgendeiner Art gemacht. Das heißt, alles, was mich jetzt hier vielleicht noch rausbringen könnte, wäre meine Orientierung. Die bringt uns dann aber in der nächsten Folge auch nicht weiter, ne? Das muss uns allen klar sein. Also, hoppla. Dann beim nächsten Mal brauchen wir dann vor allen Dingen Glück. Also bringt ordentlich Glück mit. Auf euren Spitzhacken am besten. Und dann geht's ab. So. Okay, da habe ich dich hochgegraben. Gehen wir dann nochmal hier weiter. So, na komm. Wir gehen hier wohl nicht weiter. Habe ich gerade spontane Eingebung. Nennt es weibliche Intuition. Ups. Tja. Von Explosion zu Explosion wird die Zeitrafferfolge verlockender. Problem ist, wir müssen davor erstmal eine Zeitrafferfolge machen, in der wir Wolle fahren. Alles ein bisschen tedious hier. Ah, da gehen wir nicht weiter. Schwarzstein ist no Breno. Einfach viel zu resistent gegen Explosionen. So, da ist auch schon Gang, oder? Ich mag diesen Nachhall. Dieses wenn etwas explodiert ist. Da war wirklich schon Gang. So. Reparieren wir mal gerade unsere Brücke hier. Tja, Leute. So, also langsam muss ich auch aufhören mit dem Aufnehmen, tatsächlich. Dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle hier jetzt einfach mal ein Folgenpäuschen oder ein Aufnahmepäuschen für mich. Folgenpäuschen wahrscheinlich auch für euch. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Eine Sprengung mache ich noch. Und zwar hier. Das ist nämlich ein sehr, sehr gut aussehender Gang. Zack. Cool. Wir machen noch die Betten weg, komm. Wir machen noch die Betten weg, Leute. Ey, das gibt's doch nicht. Warum kehrt das Spiel so? Was soll das? Ich war doch immer nett. Ich habe immer jedem gesagt, wie cool Minecraft ist. Auch als es mal eine Zeit lang nicht populär war, so in 2016, 17. Als alle aufgehört haben, es zu spielen. Ich hab's weiter jetzt played. Und das ist der Dank? Leute, ey. Ich war immer ein treuer Minecraft-Spieler. Ja, gut. Das war dann auch nichts. Schade. Wir haben keine Materialien mehr für Wolle. Für Betten, meine ich. Das heißt, wir müssen beim nächsten Mal wieder zurück. Das ist ja schön. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich hinterlasse jetzt einfach mal hinter mir das komplette Chaos. Gehe nicht zurück zur Base, wie ich sonst gewohnt bin.
und sage, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier im Nether mit zwei antiken Schrott, die wir gesammelt haben. Das ist gar nicht mal so viel. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, macht es gut und ja, Folge 1000 wird real. Langsam nähern wir uns. Und ich habe immer noch keine Ahnung, was wir machen. Ja, bis dann, macht's gut und ciao, sagt euer Fritte.